Meine Damen und Herren, es ist Montagabend, kurz vor 18 Uhr. Wir sind alle schon ganz aufgeregt. Die Straßen sind leer gefegt und so heute auch mal ausnahmsweise der Sender. Nur der harte Rest ist geblieben. Ich und zwei Kollegen, denn heute ist das große Auftaktspiel von Deutschland. Deutschland spielt sein allererstes Spiel. Gegen wen eigentlich? Ja, gegen Portugal. Wie das aussieht, ist einfach mal ein Selbstversuch. Wir probieren es mal aus. Ich glaube, das wird ganz lustig. Ja, aber wer wir sind, das sehen Sie jetzt erstmal in einer kurzen Aufstellung. Sebastian, Kameramann, Abräumer und Fußballenthusiast mit leichtem Hang zur Rechthaberei. Nils, Moderator, so würde Neymar aussehen, wenn er keine Ahnung vom Fußball hätte. Andreas, Redakteur, der Professor, reizt nicht mit gefährlichem Halbwissen. Geht das jetzt schon los? Jetzt haben wir die ganze Zeit darauf gewartet und es geht plötzlich los. Jetzt. Toll. Oh, der Moment ist schon mal versaut. Ich fange mit dem Bier an, wenn mir langweilig wird. Also jetzt. Ich gebe dir 5 Minuten. Mit Lahm, den Kapitän, defensiv. Ja, wie spielen sie denn jetzt die Deutschen? Das haben wir jetzt auch gar nicht mitgekriegt. Naja, die spielen hinten mit den vierten Verteidigern sozusagen. Boateng und Höwedes auf Außen. Ich habe jetzt nicht defensiv Mittelfeld nicht mitbekommen, wer spielt. Das sieht man noch, das ist eine 4-3-3-Aufstellung. Ganz klassisch. 5-2-1. Vorne. Schön. Eng gestaffelt. Gib mal ein. Ja. Das war jetzt noch spannend. Wie spielt Götze eigentlich? Ja, Götze und hier Schulz. Schulz? Müller. Da ist dasselbe. Meier. Alles gut. Almeida. Was hat denn er denn eigentlich aus? Geil. Der hat heute schon mal gewonnen. Jetzt drauf. Jetzt drauf. Komm, 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 holst du. Mach ihm Angst da. Jawohl. Und? Ja! Oh! Aber gönn dir. Mann! Einfach nur reinmachen, das Ding. Wer könnte denn aus Portugal und sonst noch gefährlich werden? Nani, auch Almeida, Marelisch. Alles Namen, die kann ich nur nennen. Ja, schön. Komm. Geh durch. Oh. Ja, Elfmeter, jawohl. Schland! Ja! Ja! Gönn dir, Alter! Ja. Tja, können die damit jetzt umgehen oder nicht? Ne? Wer jetzt unsere? Nee, Portugal. Ist mir doch scheißegal. Was können die Portugiesen sonst eigentlich? Kork, habe ich gelesen. Kork. Und Kork ist auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Weltführend. Echt? Ja. Mhm. Oh. Basti, ich finde, ab dem dritten Deutschland-Tor, ne, ja, zeigst du ein bisschen Bäuchlein, oder? Weiß nicht, was unter dem Tisch los ist. Jawohl. Oh, sitzt auf dem Boden. Oh, oh, der Arme. Oh, oh, und vorne seine Haare sitzen gar nicht. Nee. Oh, wirklich? Ach komm. Beigespielt. Das war Körperkraft. Oh Gott. Haben wir mal früher gesagt in der Schule. Ja, aber haben sie richtig böse reingekriegt, ja, aber Körperkraft. War was anderes. Das war Körperkraft. Körperkraft sagte man früher. Körperklaus haben die gesagt. Ja. Zu dir. Ja, das war ich dann immer. Und? Ja! Ja! Jawohl! Der Hummels war's. Ich hab dir gesagt, der Hummels. Läuft. Hummels, Hummels, Läuft. Moes, Moes. Sind durch. Da klatscht sogar die Merkel. Ja, wo? Ja, weiß nicht. Wollen wir kurz politisch werden? Für Diskussion gerade? Oh, was war da denn? Was geht denn jetzt los? Tätigkeit. Rot, jawohl! Ja! Ah, es war mir so ein Knuddeln. Ja, aber doll war es nicht, ne? Also vielleicht war es ja gerade super Zeitlupe oder so. Ich weiß nicht genau, was. Also er hat auf jeden Fall gut gehalten, den Kopf so. Guck, ich stell erst mal nach. Ich wollte ja nur gucken. Stell erst mal nach. Du bist jetzt Müller? Ich bin Pepe. Das ist schon hart. Ich kann es schon nachempfinden. Es ist rot. Da kommt wieder ein. Ja! 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 Oh, Müller? Müller. Es ist Müller wieder. Oh, dann war es das nicht. Das war's jetzt. Schaff noch mal ein. So, haben wir genug? Zweite Halbzeit machen wir ohne. Ja, genau.
ganz rechts. Ja, oh, nimm links, auch gut. Sicherlich. Ich dachte gerade, wir spielen auf die falsche Hälfte. Ne? Das hast du von der Fahrerin hier geklaut. Von der Fahrerin? Pfarrerin, das Wort zum Sonntag. Ja? Sie hat gesagt, wegen Seitenwechsel, sie ist immer überrascht nach der Hälfte, wo, dass sie immer auf die falsche Hälfte dann spielen. Ah, echt? Hm. Was für ein Bild, so Meta. Ja, das hat sie auch sehr Meta nachher ausgebreitet. Ich finde gerade die Tempo-Gegenstöße von uns sind gerade souverän. Die wir gar nicht machen, weil wir das Spiel machen. Dafür sind wir bekannt. Ich würde jetzt ja mal Schürrle und Podolski bringen, um ein bisschen Tempo wieder reinzubringen da. So, Prost Jungs. Auf einen tollen Auftakt für uns, nicht für Ronaldo. Auch schön, hat jemand geschrieben, im Supermarkt hat heute ein Kind gesagt, dass die Deutschen 18-1 gewinnen. Ich lache immer noch, wie will Portugal ein Tor schießen? Ja. Lass doch den Ball unten da, was soll denn bitte? Wie war der Spruch mit dem Flachspielen? Flachspielen hoch gewinnen. Links rüber, links rüber, links rüber. Jawohl, schön gesehen. So. Und mach es. Rein! Oh, bitte! Nimm mal einer den Götze raus. Mein Gott, das ist so einfach. Einfach den Ball. Super! Warum so kompliziert? Ja. Jawohl, jetzt kannst du aufs Tor gehen. Geh aufs Tor. Nur mach. Oh. Jawohl! Ganz leger. Müller mit 3 Toren schon. Ich sag noch mal, Portugal ist, wie auch immer, Weltranglistenplatz Nummer 3. Die haben eine unglaublich grottige Qualifikation gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben, dass die auf 3 stehen. Ich weiß es nicht. Das war der beste Freistoß aller Zeiten. Der steht da 10 Meter weg. Holla die Waldfee. Warte, hat das Ronaldo getreten gerade? Ja, das war Ronaldo. Das, ach, das ist Ronaldo. Das ist der Ronaldo, von dem sie alle sprechen. Das war's. Das war's. Und so schnell wie es angefangen war ist, mir eine Freude. Ist es auch wieder vorbei. Prost, Leute. Prost. Hey, was ist denn hier los? Geiles Gefühl.